Servus meine Lieben, Unterlöchchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt geht es wieder um die Budgetplanung. Diesmal sind wir im Dezember angekommen, es ist der letzte Monat des Jahres und ich drehe das Video jetzt am 28. November vor. Ihr seht es irgendwann. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich muss definitiv für das kommende Jahr mir ein Konzept überlegen und schauen, wie genau ich das alles machen möchte. Und es kommt auf jeden Fall noch vor dem zweiten Advent, denn der erste Advent, der ist jetzt schon vorbei. Krass, es ist gestern gewesen, es ist Montag bei uns und gestern war der erste Advent. Und ich kann es einfach immer noch nicht glauben, wie unfassbar schnell die Zeit vergeht. Ja, ihr seht auch hier zwar die Budgetplanung, alles gleich aufgebaut, aber der große Unterschied liegt darin, dass ich jetzt einen neuen Planer erstellt habe, der Mitte Dezember, spätestens Ende Dezember online kommt. Es ist ein zeitloser Planer, mit dem ihr eben jedes Jahr aufs Neue in die Budgetplanung, in die Finanzplanung und so weiter einsteigen könnt. Also es geht nicht nur darum, seine Finanzen zu planen, sondern auch so ein bisschen das Drumherum, also eben auch noch den Wochenplan, eine Einkaufsliste und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Dinge da. Dann habt ihr auch noch Platz für Spar-Challenges, für Sparspiele, aber dazu wird definitiv noch ein Video kommen. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um die Budgetplanung für den Monat Dezember. Fangen natürlich wieder mit den Einnahmen an und hier habe ich einmal den Unterhalt für die Große und bitte wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund sehr viel Klopfgeräusche hört. Wir sind ja jetzt dabei, den Keller unten zu renovieren. Mein Mann hat jetzt aktuell Urlaub und es nutzt er natürlich, um den Keller eben weiterzumachen und aktuell ist er dabei, den Putz abzuschlagen. Deswegen klingt das so. Also bitte nicht wundern und nur, dass ihr da einfach Bescheid wisst. Aber anders ging es jetzt auch nicht von der Planung her. Ich muss das Video unbedingt jetzt drehen, sonst komme ich einfach nicht mehr dazu. Ich möchte ja auch Vlogmas machen und sonst ist dafür einfach kein Platz. Jetzt mache ich das mal auf Größe, wow, machen wir 100. Das müsste langen. Das werde ich jetzt dann kopieren und da immer einfügen. Ansonsten muss ich jedes Mal die Schriftgröße wieder manuell ändern und da habe ich keine Lust dazu. Der Unterhalt beträgt 391 Euro für die Große. Dann als nächstes haben wir das Kindergeld. Das ist ja gleich geblieben und das beträgt dann insgesamt 438 Euro. Ich mache das lieber mal ein bisschen. Hupala. Ach so, ich ziehe es dann wieder lang. Oh Mann. Okay. Alles klar, gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich da die Größe festmachen kann. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, weil das nervt mich ehrlich gesagt, dass ich dann jedes Mal die Größe neu einstellen muss. Und drum mache ich einfach kopieren und einfügen. Dann geht es doch ein kleines bisschen schneller. Dann haben wir noch das Familiengeld. Das beträgt 250 Euro. Ist immer schön mit so tollen geraden und glatten, also gerade nicht, auch ungerade Zahlen sind mit dabei, aber mit so schönen Beträgen zu arbeiten und nicht mit Komma und dann hier noch und da noch. Und dann haben wir noch Sonstiges und das sind dann wieder die 550 Euro. Ich habe auch schon für nächstes Jahr angefangen, das Budget ein bisschen zu überarbeiten. Bin allerdings doch nicht so ganz zufrieden damit. Deswegen werde ich das wahrscheinlich doch nochmal neu machen müssen. Und da kommt natürlich auch ein Video dann online. Ich möchte nächstes Jahr den Fokus enorm aufs Sparen legen. Denn ja, irgendwann wird es einfach darauf hinauslaufen, dass meine Knutschkugel den Geist aufgibt, beziehungsweise aufgeben wird. Aktuell läuft sie noch echt sehr gut. Sie heißt Sophia übrigens. Ich weiß nicht, habt ihr Namen für euer Auto? Falls ja, schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Und ja, da ist einfach demnächst leider Gottes ein neues Auto fällig. Also es muss leider sein. Ja, ist halt so, kann man nichts machen. Ich mag es nicht, aber ja, jetzt rechnen wir das kurz zusammen. Dann kommen wir auf eine Summe von 1629 Euro. Perfekt. Damit wären die Einnahmen schon einmal fertig. Und jetzt kommen wir zu den Fixkosten. Da habe ich investieren und sparen. Das habe ich ja zusammengefasst, weil es ansonsten einfach zu, ja,
unübersichtlich wäre, meiner Meinung nach. Und darum habe ich das alles mal hier zusammengefasst. Das sind insgesamt 500 Euro und da werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen aufstocken müssen. Aber das werden wir dann eben in einem weiteren Video auf jeden Fall sehen. Dann natürlich die Versicherungen, die bei mir immer fällig sind. Das sind jetzt die Versicherungen, die tatsächlich vom Konto monatlich abgebucht werden. Ich habe nämlich auch Versicherungen,